So Leute, da wären wir auch schon bei der ersten Analyse. Diese Analyse betrifft die Auswertung zwischen Lurpcraft und LoL mein LP, da sie letzten Freitag ihre Runden eingereicht haben. Hier ist meine Analyse dazu. Dass ihr nochmal wisst, wonach ich überhaupt kritisiere, zähle ich euch hier nochmal auf. Ich kritisiere nach Story, Schnitt, Set, Audio, Schauspielerei und nach Qualität. Fangen wir mit der Story an. An sich fand ich die Story bei beiden durchaus in Ordnung. Das Problem ist nur die Umsetzung. Fangen wir doch mal bei LoL meiner LP an. An sich fand ich seine Story wirklich gut. Er hätte sie nur besser umsetzen sollen. Kurz gefasst handelt sich es dabei um ein Bergsteigerteam, was den Mount Everest erklimmen will. Dabei geraten sie in Schwierigkeiten und sterben nach und nach. Am Ende schafft es nur einer auf den Gipfel. Dieser stirbt dann aber auch, da er nicht mehr die Kraft hat, hinunterzugehen. Dadurch finde ich eigentlich, da auch die Teamfähigkeit da drin wirklich bewiesen ist, dass eigentlich die Story ganz gut war. Wie gesagt, man hätte es bloß besser umsetzen sollen. Die Qualitäten, das alles, das hat einfach nicht hingehauen. Man hätte aus diesem Film so viel mehr rausholen können. An sich ist die Story aber genau das Thema. Es hat alles getroffen, was ich verlangt habe, und das Vertrauen. In diesem Falle bestens bewiesen. Also von mir bekommt LoL mein LP da einen Punkt. Kommen wir doch nun zu Nerfcraft. Er hat mich mit seiner Runde, was Story angeht, ziemlich überzeugt. Er hat es wirklich auf den Punkt gebracht. In der Story ging es darum, kurz gefasst, dass es einen Soldaten gibt, der beim Psychiater sitzt. Er trauert tief um seinen Soldatenkumpel, der im Krieg anscheinend gefallen ist. Er erzählt von seiner Story, wie er ihn verloren hat, ob er ihn vergessen kann. Also im Grund geht es darum, dass er seinen Soldatenkumpel, den er im Krieg verloren hat, vermisst und mit jemandem drüber reden muss. Darum geht es in der ganzen Story. Und ich fand, die Story ist traurig und trifft damit ziemlich den Punkt. Von daher gebe ich auch Nerfcraft hier einen Punkt. Jetzt kommen wir zum Schnitt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ging diese Runde ganz klar an Nerfcraft. Denn er hat einfach wirklich ein besseres Gefühl dafür, beziehungsweise bessere Programme, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall weiß er, wann er die Cuts setzen muss. Er hat in einer Szene teilweise 5 Cuts gesetzt, obwohl es immer noch dieselbe Szene ist. Das zeigt von Professionalität und dass er weiß, was er macht. Ebenso hat er sehr viele verschiedene Kamerafahrten, was mir auch gefällt. Daher muss ich sagen, der Schnittpunkt geht durchaus an ihn. Bei Leumann LP war es einfach das Problem, er hat einfach zu viel nur aus der externen Perspektive ohne irgendwelche Kameraschwenkungen oder irgendwas aufgenommen. Es war einfach nur langweilig. Also, die Kamera blieb stehen, ging nicht mit den Personen mit. Die Kamerafahrten, die er gemacht hat, waren auch leider sehr ruckelig und daher nicht so wirklich, naja, nicht gut. Daher muss ich leider sagen, sorry, du kriegst hier keinen Punkt, sondern der Nerfcraft bekommt einen und daher steht es 2-1 für Nerfcraft. Jetzt kommen wir zum Set. Auch da fiel mir die Entscheidung ziemlich einfach. Ich muss sagen, bei LoL meiner LP sieht das einfach nur so hingeklatscht aus. Es ist einfach Flachlandwelt mit einem riesigen Berg. Einfach alles drumherum, gar nichts. Nicht ein Baum, gar nichts. Mir fehlt es einfach an Kreativität. Da muss man einfach ein paar Bäume hinsetzen, um wenigstens das so ein bisschen, naja, unsichtbar zu machen, dass da wirklich gar nichts weiter ist. Und der Berg ist auch einfach nur, er sieht aus, als wenn er nur mit Plugins dahin gemacht wurde. Also einfach nur ein paar Kugeln gesetzt und das dann gestapelt. Fertig ist der Berg. Das ist einfach nicht kreativ genug und das Set gefällt mir im Extra nicht wirklich. Dahingegen sieht es aber bei Nerdcraft ganz anders aus. Ich weiß nicht, ob er es gedownloadet hat oder ob er es selber gebaut hat, aber an sich gefällt mir das Set eigentlich ziemlich gut. Er hat viele Grabstätten und außerdem hat er ein Psychiaterbüro. Er hat nicht viel gebaut. Aber da es sowieso nicht wirklich zu sehen ist, wie viel er gebaut hat, da er meiste Zeit aus ziemlich naher Perspektive gefilmt wurde oder auf dem Boden, spielt das auch gar keine Rolle. Aber das, was er gebaut hat, sah nicht schlecht aus. Von daher geht auch dieser Punkt an Nerdcraft. Jetzt die Audio. Auch da war es nicht schwer. Laut meiner LP an sich hat gar kein so schlechtes Mikrofon. Wäre da nicht immer dieses Knacken und das schlechte Mikrofon seiner Freunde. Denn das zieht ihn so mächtig runter. Sein eigenes ist gar nicht mal so schlecht, aber das seiner Freunde, das geht gar nicht. Von daher kann ich da keinen Punkt geben. Bei Nerdcraft ist es eine ganz andere Sache. Nerdcraft hat ein recht gutes Mikrofon, muss ich ehrlich sagen. Also sicherlich hat er nicht das Beste, was es gibt. Das hört man auch, aber er hat ein ziemlich gutes Mikrofon eigentlich. Das Problem ist auch derjenige, der Nerfcraft dabei geholfen hat, was ja einer aus unserem Team war. Der hat nicht das beste Mikrofon. In diesem Falle, sorry Erik, du hast ihn damit ein bisschen runtergezogen, aber dennoch, weil du immer noch besser warst als er in meiner LP, hast du den Punkt bekommen. Ja Leute, unsere Analyse neigt sich dem Ende zu. Wir sind jetzt nämlich schon bei den schauspielerischen Künsten. Also auch da fand ich es ziemlich einfach.
Wieder mal. Sorry, das ging jetzt total asozial. Nerfcraft, ich muss ehrlich sagen, du hast gute schauspielerische Künste. Es war gut rübergebracht. Sicher nicht die besten. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Emotionen erwartet. Also, ehrlich, hätte mir noch mehr erhofft. Also, da kann man auch was rausholen. Das nicht einfach nur so runterzureden, sondern ein bisschen mehr Emotionen geht noch. Aber ansonsten war's gut. LOL, meiner LP, muss ich ehrlich sagen, hat teilweise wirklich Emotionen rübergebracht, aber ich glaube, es liegt einfach am Alter, dass er sie noch nicht so ganz realisieren kann. Ja, der Ansatz war da, aber geschafft hat das leider nicht. Auch hier war Nerfcraft besser. Sorry, LOL, meiner LP, aber auch diesen Punkt muss ich an Nerfcraft wiedergeben. Und zu guter Letzt kommen wir zur Qualität. Qualität ist für mich einfach alles im Allgemeinen, aber hauptsächlich die Videoqualität an sich. Dazu ist nun mal zu sagen, dass LOL, meiner LP, warum auch immer, mir keine HD-Videos bringen konnte. Er hat mir einfach nur 480p geliefert, was ich ziemlich schade fand. HD wäre schon Mindestmaß für mich gewesen eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Klar, es hat nicht jeder den besten PC und sowas, das kann ich euch nicht übernehmen, aber das wusstet ihr vorher, worauf ich Wert lege, und dann dürft ihr euch halt einfach nicht dafür anmelden. Dass ihr müsst jetzt damit leben, dass ich euch dafür keinen Punkt geben kann. Egal, welchen Grund das hat. Dahingegen, Noobcraft hat 1080p geliefert. Ich habe nur 720p hochgeladen, aber 1080p war sein Video. Also noch über HD. Seine Qualität hat mich sehr überzeugt und dieser Punkt geht auch an Noobcraft. Somit ist entschieden, dass diese Runde Noobcraft eindeutig gewonnen hat. LOL, meiner P ist damit also automatisch raus. Danke fürs Mitmachen, aber sorry, jetzt ist es vorbei für dich. Hoffentlich bleibst du trotzdem weiterhin treuer Zuschauer. So, und das war's auch schon mit dieser Runde und zu dieser Analyse. Jetzt wird nur noch angesagt, wer gegen wen in der nächsten Runde am Freitag antreten wird und welches Thema sie bekommen. Als nächstes gegeneinander antreten werden Mate LP gegen X-Hunter X. Euer Thema wird sein Action. Auch ihr habt Einsendefrist bis Freitag 20 Uhr. Viel Spaß!